Hallo und privat, meine lieben Pflanzenfans und Zuschauer. Ich bin heute mal wieder im Garten tätig und wollte mal den Amorphophallus Cognac aus dem Kompost endlich befreien. Und ich hoffe ja, dass er noch lebt, weil der Kompost ist immer noch so leicht mit Schnee überzogen. Vor einer Woche hat es hier heftig geschneit und war es auch mal ein paar Grad unter Null. Und seit mehreren Wochen hört es auch nicht auf zu regnen und Sonne haben wir eh schon lange nicht mehr gehabt. Und jetzt will ich mal endlich gucken, was daraus geworden ist, ob die Knolle überhaupt noch lebt. So, ich beginne hier mal von außen ein bisschen mich heranzutasten, weil ich weiß jetzt nicht, wie groß er wirklich geworden ist, die Knolle, oder was ich hier noch entdecke in der Tiefe. Hier kann so allerlei noch drin sein. Deswegen, wie hier, lässt man sich gerne mal täuschen von einem Stock. Hier trifft man natürlich dann auch Widerstand, da ich hier natürlich auch ein bisschen Holz noch vergraben habe. So Schnitt, Astschnitt und all sowas. Aber ich denke mal, ich bin hier tief genug und werde jetzt mal den Amorph befreien von seinem Quartier hier, von seinem Sommerquartier. Hier habe ich schon eine Knolle, die ist auch noch sehr hart. Ja, das ist schon ein kleiner Erfolg. Also den Amorphophallus kann man eigentlich beruhigt im Winter im Garten lassen. Zumindest hier in meinen Breitengraden. Das ist hier nicht allzu kalt im Winter. Gut, Schnee und Frost gibt es zwar auch, aber es hat bisher den Knollen nichts ausgemacht, die ich hier draußen hatte. Ich habe hier noch einen überwintert gehabt. Der war letztes Jahr auch hier drin. Aber ich will jetzt endlich mal wissen, was überhaupt aus den Knollen geworden ist. Und deswegen grabe ich sie mal aus. Tief genug waren sie eigentlich auch. Deswegen ging das auch. Und diesen werde ich jetzt mal gucken, was daraus passiert ist. Gefroren ist er hier nicht. Ziemlich morastig hier alles. Das hier ist kein Amorph. Das ist Typhonium venosum. Voodoo-Lilie auch genannt. Hier kann man auch wunderbar erkennen die Kompostwürmer, auch sehr schön. Sie befreien den Amorph von gammelalten Pflanzenresten. So, hier habe ich noch mehr, auch so ein kleines Knöllchen. Aber das schmeiße ich hier wieder rein, das brauche ich eigentlich nicht, das ist nur Beiwerk. Das kommt im nächsten Jahr wieder. Also von daher braucht man keine Angst haben, dass hier jetzt was erfriert. Die kleinsten Sachen überleben immer am besten im Winter. Ja, das ist die Knolle. Ich werde sie gleich mal abwaschen und dann zeige ich sie euch nochmal.
Ja, meine lieben Zuschauer, ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich den anderen ausgrabe, der hier auch überwintert hat, den ich auch per Zufall in diesem Jahr wiederentdeckt habe. Aber hier muss ich natürlich sehr vorsichtig sein, weil ich nicht weiß. Da hier ist noch ein Rest von einer Süßkartoffel. Hat hier auch im Schnee überlebt. Ja, ist auch nicht schlecht. Trotz Frost und Kälte und Feuchtigkeit vor allem hat er mehr überlebt, wie ich dachte. Und der Kompost, wie ihr seht, ist schon ziemlich durch. Und nächstes Jahr werde ich ihn dann verarbeiten in meinen Blumentöpfen oder sonst irgendwo im Beet. Deswegen kann ich mir jetzt auch erlauben, meine Knollen hier alle auszugraben. Ich muss es sogar, weil ich will jetzt nicht noch einen Winter riskieren, hier was Futter für die Amsel wahrscheinlich ein Engerling vom Maikäfer, vermute ich mal. Vielleicht weiß es einer auch besser wie ich, da ich auf dem Gebiet natürlich mehr oder weniger Laie bin. Ich muss hier weiträumig drum zugraben, weil ich nicht weiß, wo er letzten Endes jetzt hier steckt und wie tief er in der Erde hier ist. Vielleicht mache ich ihn auch gleich kaputt, weil ich natürlich mit dem Spaten dabei bin. Es ist natürlich nicht so prall fürs Knollen ausgraben, aber mir ist die Erde ehrlich gesagt zu matschig. Und ja, wenn er kaputt geht dadurch, naja, ich will es vermeiden. Es ist natürlich nicht schön. Aber wenn es dann so sein sollte, habe ich halt Pech gehabt. Es ist ja nicht so, dass ich keine Knollen habe. Hier ist auch irgendwas Interessantes, habe ich hier entdeckt. Vielleicht ist das sogar auch schon was vom Amorph. Wer weiß, wo die Knolle ist. Ja, meine lieben Zuschauer, die Tat ist vollbracht und ich habe den Amorphophallus-Cognac gefunden. Und zwar ist er das da. So tief hat er gesessen. Ich habe ihn nicht zerstört und es ist eine wirklich super geile Knolle geworden. Wie man jetzt schon sieht, ist er total rund, schön glatt. Ich werde das euch gleich mal im Nahen zeigen. Hier hat er gesessen und eine richtig geile Knolle. Also eine schöne Knolle habe ich schon lange nicht mehr vom Amorphophallus gesehen. Vor allen Dingen auch, wo unten drunter keine Reste mehr zu sehen sind. Also richtig super. Ich werde die gleich mal abwaschen und euch nochmal zeigen. Also die hat ungefähr 2 Jahre hier drin gesessen. Und wie gesagt, ich habe sie natürlich auch vergessen gehabt. Und habe im Frühjahr die Spitze aus Versehen abgesäbelt. Aber die werde ich euch mal gleich im Einzelnen zeigen. So, meine lieben Zuschauer, ich habe hier mal den Amorphophallus Cognac abgewaschen, der 2 Jahre im Kompost gelegen hat und auch gewachsen ist. Typhonium venosum ist hier auch vorhanden. Hier, der hat auch im Kompost überlebt. Und die Knollen sehen echt super aus. Also die hier hat sich ja, diese Knolle hat sich, ist herausgestellt, dass auch vom Amorph, und der hat hier unten gesessen an dieser Stelle. Die haben so im Beet, im Kompost gesteckt.
aber hier richtig toll gewachsen. Also sowas habe ich eigentlich noch nie gesehen. Vielleicht habt ihr das ja schon gesehen, dass er so schön rund ist und so eine tolle Oberfläche hat. Also richtig super. Typhonum venosum. Sieht auch schön aus. Aber hier ist nichts Besonderes dran, weil der wächst so auch in der Erde. Auch in dieser runden Form. Ich habe ihn schon häufiger so ausgegraben. Aber der Morph hat wirklich schönes Wachstum. Gut, dieser jetzt nicht. Der war auch nicht so lange in der Erde wie der andere hier vorne. Aber er hat kein Fäulnis, nichts. Hat auch schon 2 Winter überlebt. Hier im Kompost. Also super. Auch diese Kandidaten richtig toll gewachsen. Schön rund. Gammelzeug alle weg. Sehr schön. Also das kann man durchaus wieder machen. Das hier war auch nur ein Versuch, den in den Kompost zu pflanzen. Diesen wusste ich, dass er da wächst. Diesen überhaupt nicht mehr, den habe ich voll vergessen. Ja, und die habe ich auch vergessen. Weil wenn man so Blumentöpfe hat mit Erde, wo die gewachsen haben, oder auch Gartenerde, die schmeiße ich dann auch auf den Kompost teilweise. Und dann fliegen ab und zu mal ein paar Knollen mit rein, weil der ganze Garten wächst hier mit diesen Voodoo-Lilien zu, sage ich mal. Meine lieben Zuschauer, das hier war der Amorphophallus cognac im Komposthaufen. 2 Jahre lang hat er da seine Zeit verbracht, konnte wachsen und gedeihen. Und ich bin überrascht über das Ergebnis. Der ist wirklich richtig schön gewachsen, wie ich schon vorhin erwähnt hatte. Auch die anderen Knollen sind toll gewachsen. Hier kann man das noch mal schön sehen. Die Wurzeln werden irgendwann mal trocken werden. Dann mache ich sie ab. Auch hier oben der Strunk, der fällt auch irgendwann noch mal ab. Und somit wird er jetzt den Winter bei mir im Keller verbringen, weil ich halt den Komposthaufen nächstes Jahr für andere Dinge nutzen werde. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr in einem weiteren Video bei mir dabei seid und zuschaut oder auch die älteren mal euch anseht. Die sind auch noch ganz interessant. Hier halt der Amorph. Vor allen Dingen ist er sehr robust und kann durchaus mehrere Jahre im Winter draußen bleiben. Ich habe noch an anderen Stellen im Garten den Amorph stehen. Natürlich wird er erstmal nicht so groß, wie man ihn gerne hätte. Aber wenn man ihn mal draußen vergessen hat im Beet oder so, dann ist das auch nicht weiter tragisch. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Bis dahin, bis zu einem nächsten Video. Tschüss, Baka Baka.